Ines Rieder wurde 1954 in Wien geboren, studierte Politologie und Ethnologie und ist seit den späten 60er Jahren in der Frauen- und Lesbenbewegung aktiv. In den 70er Jahren ging sie in die USA, erlebte in San Francisco den Aufbruch der Schwulen- und Lesbenbewegung, aber auch die Katastrophe von AIDS hautnah mit. Sie ist Autorin des ersten Buches über Frauen und AIDS in den USA. Wie waren die Erfahrungen der Lesben in der österreichischen Frauenbewegung? Was ich hier noch in Österreich mitbekommen habe, bevor ich nach Kalifornien gezogen bin, habe ich überhaupt generell den Eindruck gehabt, also dass eine sehr starke Polarisierung war in jeglichem Bereich. Ja. Also es haben sich irgendwie alle haben sich von den anderen abgegrenzt. Also sei es jetzt, ob du Maoist warst oder Trotzkist oder Sozialist, und genauso gut war es in der Frauenbewegung auch. Ja. Also diese ganzen Spaltungen. Und eines, also soweit ich das zumindest aus meiner Erfahrung in Erinnerung habe, also in Österreich gab es dann zwar immer wieder Diskussionen, aber wirklich diese Diskussion, ja, also auch Frauen und Lesben und wie die zusammenarbeiten sollen oder wie sie da auch aufgrund dieser sexuellen Präferenz, wie sie sich dividieren, das habe ich dann wesentlich stärker in Kalifornien miterlebt. Weil ich glaube, dieser Diskurs ist hier wirklich erst gekommen, so mit der Arena-Bewegung. Du hast das erste Buch über Frauen und AIDS weltweit geschrieben. Worauf ging das zurück? Also das war aus einer persönlichen Geschichte heraus. Mein bester Freund aus Kalifornien war unter den ersten schwulen Männern, die sich da infiziert haben, und der ist 86 gestorben. Und ich war damals in Brasilien und bin aber dann, er war in Frankreich, war aber US-Amerikaner, ist aber dann nach Frankreich gegangen, ist eben geflüchtet vor seiner Krankheit, und aber der Flucht hat ihn halt nach Paris geführt, aber auch nicht weiter. Und dann bin ich nach Paris und habe ihn, weil er irgendwie jegliche Unterstützung verweigert hat, haben sie mich dann gerufen und gesagt, ich muss unbedingt kommen, sie wissen nicht mehr, was sie mit ihm tun sollen, also so aus dem Freundeskreis. Bin nach Paris und habe ihn dann eigentlich bis zum Tod betreut. Und aus dieser Erfahrung heraus habe ich darüber zu schreiben begonnen und habe dann darüber mit einer Verlegerin, mit einer Freundin von mir in San Francisco gesprochen, Clay's Press, sagt er vielleicht was, und die Frederik hat sich das angehört und hat dann zu mir gesagt, du, ich glaube, das wäre total wichtig, dass wir ein Buch machen, wo wir eben auch die Frauenseite und Lesbenseite thematisieren. Das wird so hingestellt eben als eine Krankheit, die Schwule betrifft, und eine Männergeschichte, aber wäre eigentlich eine total zentrale Rolle bei dem ganzen Spiel, eben auch so aus deine Betreuungsgeschichte und so weiter und so fort, sind Frauen. Und aus dem heraus ist dann diese Idee entstanden, das zu tun. Und ich habe dann innerhalb kürzester Zeit, ich meine, ich war mein Freund, und dann hat sich irgendwie herausgestellt, also das habe ich jetzt irgendwie mit sehr großer Trauer festgestellt, aus meinem damaligen Freundeskreis, schwulen Freundeskreis, wie ich Milgame gesehen habe. Ja. Ich meine, ich habe diese Charaktere alle gekannt damals, und wie diese Szenen gesehen habe, gesagt, von diesen Leuten, mit denen ich damals befreundet war, lebt kein einziger mehr. Ja, also da ist niemand mehr da von diesen schwulen Männern. Und wer halt irgendwie so als meine Community von der damaligen Zeit noch da ist, sind die Frauen, die, was weiß ich, ob es Schwestern waren oder, also jetzt Geschwister, ja, Ärztinnen, Frauen, die politisch gearbeitet haben, Freundinnen, Mütter, ja, das sind eigentlich noch die Frauen, mit denen ich so von diesem damaligen Zeitraum eine Community habe. Und was wir dann damals auch gemacht haben, das war sicherlich, also so jetzt von der Betreuungsschiene her, ich glaube, das ist halt wirklich nur so wie diese klassische Wiederholung, dass halt wer betreut in Krisensituationen, dass das halt dann oft die Frauen sind. Aber was wir dann auch ganz stark versucht haben, wir haben mit einer versucht, was sehr schwer war damals, war auch Frauen zu finden, die HIV-positiv waren. Und das andere, dass wir auch
eben über das Thema Lesben und HIV uns damals damit auseinandergesetzt haben. Und das war sicherlich, also jetzt in dieser Konstellation, einmalig. Ich glaube, die AIDS-Krise und der Umgang damit, das war so die politische Schule für die Lesben und Schwulen. Ja, das war so ihre Möglichkeit, sich zu profilieren. Und da wurden sie auch als Einheit wahrgenommen. Und das, glaube ich, war also sowohl in den Staaten als auch hier und auch in anderen Ländern. Ich meine, in der Zwischenzeit hat sich das wieder völlig verschoben, aber das war wirklich so die Möglichkeit, okay, wir haben politisches Wissen, wir haben eine gesellschaftliche Position, die wir beziehen müssen, und es gibt Ansätze im Gesundheitssystem. Ich meine, in den Vereinigten Staaten ist das noch 10-mal wichtiger als hier in Europa, aber es gibt Schienen im Gesundheitssystem, wo wir uns ganz einfach positionieren müssen. Und da sind wir jetzt eine Kraft, die das kann, und wir ziehen andere auch mit. Also auch so ein gesellschaftlicher Dialog, der da diesbezüglich entsteht. Was sicherlich auch war, und das, glaube ich, war auch der gute Punkt, eben, dass sich auch Lesben da eingebracht haben, ja, das hat dann ganz einfach diesen Druck weggenommen und hat auch dann die Augen geöffnet, dass das jetzt nicht eine Krankheit ist, die nur schwule Männer betrifft, sondern wie sich in der Zwischenzeit herausgestellt hat, ist es eigentlich eine Krankheit, die also arme Leute betrifft, ja, oder jeden betrifft. Ja. Es hat nicht damit was zu tun, aber dass es da überhaupt etwas was gibt, was getan wird, das hat sicherlich mit dem damaligen Zeitpunkt zu tun.